Jetzt geht es endlich los mit der Berichtssaison in den USA. Der Abgleich zwischen dem, was in den Kursen eingepreist ist und dem, was die Zahlen faktisch hergeben. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Und ja, es wird Zeit dazu, denn wir haben gestern so eine Art Totentanz gesehen an den Märkten. Ich will Ihnen mal die Umsätze zeigen im maßgeblichen Spider ETF, das ist das maßgebliche ETF auf den S&P 500 mit 33 Millionen, der geringste Umsatz, den wir in diesem Jahr überhaupt haben. Wir waren schon am Freitag nur bei 40. Klar, da ist natürlich auch so ein bisschen Sommerpause mit dabei. Einige sind schon im Urlaub oder noch im Urlaub, fahren in Urlaub, wie auch immer. Jedenfalls sehen wir die Umsätze wirklich sehr, sehr gering und eben dieses Muster, leicht steigende Kurse bei geringen Umsätzen, das ist so dieses 2017er Muster, das wir damals gesehen haben und das vielleicht auch so typisch ist für die Haltung derzeit. Man glaubt wie damals, dass eigentlich nichts passieren kann. Damals war es die US-Steuerreform, die getrieben hat. Jetzt ist es die US-Notenbank Fed, die die Anleger meint, verführen zu können, indem man glaubt, okay, da ist so eine Art Sicherheitsnetz, ein Fed-Put, ein Powell-Put unter die Märkte gespannt und da kann kommen, was will. Das wird schon alles super laufen. Schauen wir uns mal ein paar interessante Dinge an, aus meiner Sicht interessante Dinge an, die heute auf der Agenda stehen und das ist eine ganze Menge. Wir haben zunächst mal den ZEW-Index aus Deutschland. Praktisch eine, naja, eher sekundäre Datenreihe. Der IFO ist deutlich wichtiger, weil hier schlichtweg nur Analysten und Finanzprofis befragt werden und nicht wirklich die Leute aus den Unternehmen selbst, wie beim IFO-Index. Wir haben dann die Einzelhandelsumsätze in den USA, extrem wichtig für eine Ökonomie, die über 70% aus Konsum besteht. Industrieproduktion zuletzt ja deutlich runtergekommen in den USA. Dann haben wir um 19 Uhr noch eine Rede von Jerome Powell in Frankreich. Auf dem G7-Treffen, da wird allerdings wahrscheinlich wenig oder nichts bis zur Geldpolitik durch Powell gesagt werden. Aber wir haben dann vor allem eben die Berichtssaison in den USA. 12.40 Uhr Johnson & Johnson Konsumgüterwert. Wir haben dann am wichtigsten wahrscheinlich 12.55 Uhr JP Morgan. Wir haben 13.25 Uhr Goldman Sachs und dann Wells Fargo, also die Banken in den USA eröffnen traditionell ja die Berichte, so gestern schon Citigroup, naja, mit Zahlen, die so in der Oberfläche sehr hübsch waren, aber Schwäche eben im Anleihegeschäft, Schwäche im Aktiengeschäft, Zinsmargen nicht besonders und so ist die Aktie dann ein bisschen volatil gewesen, ohne sich groß von der Stelle zu bewegen. Werden wir heute Ähnliches sehen? Das ist die große Frage. Die Banken haben natürlich das Problem, dass sie durch die invertierte Zinskurve Schwierigkeiten haben, Geld zu verdienen in ihrem klassischen Geschäft, nämlich der Geldleihe. Das ist das große Problem, das möglicherweise heute auch aus den Zahlen dieser US-Banken hervorgehen wird. Aber schauen wir uns mal die Einzelhandelsumsätze in den USA an. Da sehen wir, dass wir hier ein sehr gemischtes Bild haben. Wir haben teilweise Minuszeichen, Rückgänge. Wir haben dann so leichte Erholungstendenzen jetzt in den letzten drei Monaten gehabt, aber wir haben im Februar zum Beispiel einen Rückgang gehabt, wir haben im Dezember einen herben Rückgang gehabt, also der US-Konsument steht jetzt im Fokus, das ist wirklich sehr, sehr relevant, vielleicht sogar relevanter als die Industrieproduktion in den USA, die hier auch die Tendenz hat abzufallen, erst im letzten Monat, das erste Mal im Mai, ging es wieder ein bisschen nach oben. Also das ist sozusagen diese globale Abschwächung, die auch die US-Wirtschaft, die US-Industrie vor allem erreicht hat. Und die Frage ist, wie geht es gerade in diesem industriellen Sektor weiter, nachdem die Notenbanken ja praktisch diese dovische Wende vollzogen haben, die dann zu den Anstiegen der Aktienmärkte führt. Aber was ist, wenn sich diese Daten erholen? Werden dann die Notenbanken so dovisch bleiben wie derzeit? Genau das nehmen ja die Aktienmärkte an, ich hatte es mehrfach gesagt, sie sagen sich, es kommt keine Rezession, aber gleichzeitig werden die Notenbanken weiter massiv stimulieren und irgendwie beißt sich da die Katze in den Schwanz. Das gilt auch für andere Bereiche. Schauen wir uns mal folgende Grafik an, die ein bisschen zeigt, wie es um den S&P 500 steht, den Leitindex der Welt. Wir sind sozusagen in relativ volatilen Situationen unterwegs, haben jetzt einen Anstieg von 10% hinter uns, nachdem wir vorher 7% korrigiert hatten. Aber wir sind jetzt gerade mal 5% über dem Hoch, das wir im Januar 2018
gebildet hatten. Also es ist sozusagen in der Summe gar nicht so viel passiert, auch wenn wir natürlich diese Schwankungen haben, vor allem dann diesen herben Abverkauf im Dezember. Wir sehen, dass vorwiegend jetzt das sogenannte Dump Money sehr, sehr optimistisch ist. Sentiment Trader hat hier diesen Indikator entwickelt. Es gibt Smart Money Confidence, das sind also sozusagen die größeren Player. Die sind, naja, nicht so wirklich optimistisch, während eben das Dump Money deutlich optimistischer ist. Wir sehen, dass das Dump Money im Dezember, als wir auf dem Tief waren, bei den Kursen extrem pessimistisch waren und das Smart Money war schon wieder ziemlich optimistisch. Also hier klafft das doch durchaus auseinander. Interessant ist vor allem, dass wir hier eine unglaubliche Dominanz haben, vor allem der Tech-Werte insgesamt. Wenn Sie sich das mal anschauen, hier der sogenannte Fangman Market Cap, das sind also Facebook, Amazon, Netflix, Google, Microsoft, Apple und Nvidia und die sind inzwischen 4,6 Billionen Dollar wert. Das entspricht in etwa dem BIP Japans. Mithin bringen diese Firmen also alleine das BIP Japans auf die Waage. Und das ist schon ein bisschen krass, vor allem wenn wir uns zu Gemüte führen, dass die Fang-Aktien wie Apple, Microsoft und eben diese anderen großen Player, Amazon, Facebook, Netflix, Google, Alphabet, dass die inzwischen beim Russell 1000 Index 15% der gesamten Marktkapitalisierung haben. Das heißt, der Anteil dieser Tech-Werte an den Indizes wird immer, immer größer und die Bewertungen werden nicht gerade billiger angesichts der Hosse, die gerade ja der Nasdaq gezeigt hat. Schauen wir uns ein paar Charts an. Wie schaut es aus zu Handelsstart? Wir sehen hier den Nasdaq, wie er sich gerade präsentiert. Es geht so langsam nach oben, kontinuierlich nach oben, wie gesagt, unter dünnsten Umsätzen aktuell 7.976. Wir haben den Dow Jones, der aktuell bei 27.375 hantiert. Wir sehen leicht positive US-Futures heute Nacht und das, obwohl der Nikkei doch einigermaßen deutlich im Minus ist und auch die chinesischen Indizes nicht wirklich im Plus sind. Apropos China, gestern ja Trump mit dieser Tirade in Sachen chinesisches Wachstum. Ja, schaut her, sagte er da. Da sieht man, dass dieser Handelskrieg, dass die Zölle der chinesischen Wirtschaft schaden, dass viele Firmen da auswandern würden. Da hat heute die Global Times, respektive heute Nacht, einen ziemlich scharfen Gegenartikel geschrieben und gesagt, ja, du willst wissen, lieber Trump, wie viele Firmen aus China weggehen, das werden wir ja besser wissen. Und das sind ganz normale Anpassungsprobleme, die die chinesische Wirtschaft habe. Also da ist die Tonlage, das ist für mich wichtig, wieder schärfer geworden. Und das, was Trump gestern gesagt hat, nämlich in seinem Tweet, dass möglicherweise noch mehr kommt, nämlich in Sachen Zölle, das sollte vielleicht ein bisschen vorsichtig machen. Schauen wir uns noch den S&P 500 an. Da sind wir bei 3017. Sind also nach wie vor über der 3000er Marke. Wir haben dann den deutschen Leitindex, der aktuell bei 12.391 getaxt wird. Wir hatten gestern ja diese chinesischen Daten, die den DAX ein bisschen nach oben geholfen haben, mehr als den US-Indizes, die übrigens mehr oder weniger unverändert aus dem Handel gegangen sind, während der Russell 2000, der Nebenwerteindex, weiter hinterherhinkte, der gestern knapp 0,7% verloren hat. Schauen wir uns den Euro-Dollar an. Der ist bei 1,1259. Seitwärtsbewegung passiert nicht wahnsinnig viel. Wir sehen Gold bei 1414. Ebenfalls Seitwärtsbewegung passiert nicht wahnsinnig viel. Und wir sehen das amerikanische Crude Oil bei 59,71 Dollar. Relativ wenig bewegt. Also, jetzt geht's richtig los. Das ist das, was die Märkte jetzt brauchen angesichts dieses umsatzschwachen Handels, den wir derzeit erleben. Jetzt kommt Butter bei die Fische, wie der Bayer sagt. Dementsprechend werden wir jetzt eben ein bisschen diesen Abgleich bekommen. Die Banken sind vielleicht nicht typisch für diese US-Berichtssaison. Man wird drauf schauen, wie sieht es aus mit den Margen, wie sieht es aus mit den Ausblicken auf das gesamte Jahr der Unternehmen und vor allem, was machen die Zölle mit der Marge. Es war ja so, dass die US-Firmen gesagt haben, ja okay, 10% Zölle, das können wir verkraften, aber 25%, wie es eben derzeit ist, das ist der harte, das ist kaum wegzustecken. Fastenal, dieser US-Industriekonzern, hat ja schon gesagt, wir mussten die Preise anheben, um einigermaßen die Marge noch zu bekommen. Das wird jetzt sozusagen das große Thema, das heute noch nicht beantwortet wird.
Heute haben wir erstmal die Banken, aber es ist eben der Auftakt. Jetzt geht es endlich richtig los. Ich wünsche einen wunderbaren Handelstag für Sie. Hoffentlich scheint bei Ihnen auch im Gemüt die Sonne. Bis dann, Servus und Ciao.